Stefan vom Auto aus dem Elzer. Wir dürfen hier uns glücklich erklären, hier den ersten E-Painstore vorzustellen. Erste elektrische Fahrzeug, was quasi mit einem Schlafdach versehen wird. Fahrzeug in Deutschland jetzt 200 Stück aufs erste Jahr zu bestellen. Wir sind einer von 4 Händlern in Deutschland, wo daraufhin 50 Stück bekommen. Ja, natürlich sehr interessant für Leute, wo sich in erster Linie schon mal mit einem Elektroauto beschäftigt haben, die quasi den Erstwagen vielleicht schon als Elektro-Pkw haben und die jetzt optional was suchen, für mal am Wochenende auch mal elektrisch aus der Stadt rauszufahren und am Wochenende mal elektrisch zum Camping gehen. Ja. Genau. Martin, kannst du uns ein bisschen erklären jetzt, wenn wir hier an der Front vorbei flanieren sozusagen, was das Besondere an diesem Fahrzeug jetzt ist, es als E-Auto auf den ersten Blick zu erkennen? Genau, also am ersten Blick erkennt man es eigentlich nicht als E-Auto, außer dass man natürlich vorne auf der linken Seite unsere Steckdose jetzt habe. Ja. Aber ansonsten würde man das Fahrzeug nicht als E-Auto auf den ersten Blick erkennen. Also wirklich von der linken Seite drüber an der Steckdose erkennt man das Auto. Und die kennen natürlich am Tacho nach innen drin, dass es Elektrofahrzeug ist. Lass uns hier an der rechten Seite vorbeigehen. Sehr gerne. So, jetzt haben wir natürlich das Merkmal, man hat einen Stecker aufgemacht, man hat es rangeschrieben, es ist ein E-Auto, ja? Wir haben ein Dachzelt verbaut, sehe ich gerade. Korrekt, genau. Ja. Das ist ein ganz normales Schlafdach von der Firma Brüssel mit 2 Schlafplätzen und optional hinterrein in die Heckgarage, in den Kofferraum rein, eine optionale Campingbox, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja. Ja. So, die schleichen wir uns mal hier vorbei. Wir zeigen keine Gesichter. Ja. Genau. Wir haben ja, sehe ich gerade, einen Heckeinbau. Genau, korrekt. Das ist quasi auch eine Eigenproduktion von Brüssel. Optional bestellbar bei den Fahrzeugen. Basis kommen sie als ganz normale 5-Sitzer auf die Welt. Und dann hinterrein diese Campbox Kitchen and Sleep nennt sie sich. Kann ich dann über die Sitze vorne dann nochmal. Ist er jetzt als Wohnmobil zugelassen? Ja, wollen wir so sagen. Richtig, genau. Die Fahrzeuge haben jetzt, das sehen wir hier jetzt nicht, die sehen wir hier, wenn wir das Teil rausbauen, wäre hier seitlich nochmal eine Herdplatte verbaut. Das wäre quasi unsere fix verbaute Küche. Ja. Eine Wohnmobilzulassung setzt ja voraus, dass man eine festgebaute Küche dabei hat. Haben wir in dem Fall hier ein kleines Induktionskochfeld mit drin und somit haben wir auch komplett Wohnmobilzulassung. Habt ihr Wasser verbaut mit? Wasser ist hier mit drin verbaut. Das sind so einzelne Module. Können wir hier entweder in dem Bereich so rausziehen und hier gleich nutzen. Dieses Teil, dieser Korpus hat einen integrierten Akku. Das heißt, wir können das ganze Modul auch mit rausnehmen. Wir können das draußen überall hinstellen mit dem Akku, was integriert ist. Wäre hier auch mit Ladekabel, weil wir es während der Fahrt über einen kleinen Wechselrichter aufladen können. Das heißt, sobald wir ankommen zum Campen, kann ich das Modul rausnehmen und kann dann mit dem Teil überall mich hinstellen, mein Setup waschen. Ja? Und auf der anderen Seite habt ihr noch Ausschübe verbaut dafür. Genau, Besteckeinsatz, Besteck, Teller, richtig. Gibt es dort Einsätze schon vorkonfektioniert? Ja, für unten rein, ja. Für unten rein gibt es hier ein System mit solchen Kunststoffhaltern, dass man flexibel mit Klettband hier unter hin und her selbst variieren können. Für oben rein gibt es keinen speziellen Einsatz, da kann man dann ganz normal individuell IKEA. Die vier großen Buchstaben darf man nicht sagen. Darf man ja leider nicht. Genau so ist es. Unten noch ein Auszug für eine Kühlbox. Ja. Das heißt, hier könnten wir Kühlbox den nach Anschluss mit drin verbaut, den Stromanschluss? Oder genau, also müsste ich jetzt extra ein Kabel legen? Es kommt darauf an, was für eine Kühlbox wir haben. Also es gibt natürlich 230 Volt Anschluss drin. Wir haben ja seitlich auch die Einspeisung von außen mit dabei. Ne? Das hier kann ich ganz normal meinen CE-Stecker wieder reinpacken und habe von innen drin dann auch dann über die 230 Volt Steckdose zu meiner Kühlbox anstecken, wenn wir am Strom stecken außen. Ja. Während der Fahrt haben wir eine 12 Volt Buchse unmittelbar hinten links verbaut, dass man da auch die Kühlbox dann anstecken. Habt ihr einen Umwandler drin? Nee, Umwandler ist jetzt hier, also im Auto selbst nicht. Lediglich zum Laden der Box hier hinten, oder des Akkus hier hinten. Wir haben hier mal so einen kleinen Spannungswandler mit dabei. Ja.